Das Antidiskriminierungsgesetz, beziehungsweise vor allem die Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes, die von dem Europäischen Parlament nun gefordert wird, ist absolut überflüssig. Es ist nicht notwendig, aber es ist vor allen Dingen eine Farce, denn ein Antidiskriminierungsgesetz, das die Schutzlosesten unserer Gesellschaft überhaupt nicht berücksichtigt, völlig links liegen lässt, ist einfach eine Farce. Ich rede natürlich, ich meine die Ungeborenen. Die Ungeborenen können nach wie vor straffrei in fast allen Ländern getötet werden. In einigen Ländern bis zum dritten Monat, wie es in Deutschland der Fall ist, in anderen Ländern noch weiter. Aber selbst in Deutschland können ungeborene Kinder bis zum neunten Monat getötet werden, abgetrieben werden, falls eben eine Behinderung festgestellt wird. Das Antidiskriminierungsgesetz, das muss man sich ja vorstellen, möchte gerade die Behinderten schützen vor Diskriminierung. Aber das Antidiskriminierungsgesetz hat gar nicht erkannt, oder das Europäische Parlament hat gar nicht erkannt, dass behinderte Menschen gar nicht mehr auf die Welt kommen, weil sie im Mutterleib völlig schutzlos sind. Sie sind völlig der Willkür ausgesetzt. Und deshalb ist das Antidiskriminierungsgesetz in dieser Form eine Farce, solange nicht die ungeborenen Kinder auch von diesem berücksichtigt werden und auch in den Schutz der Antidiskriminierung gelangen. Es gibt natürlich Gruppen, die einen Schutz bedürfen und in dem Sinne die Inhalte des Antidiskriminierungsgesetzes auch für diese Gruppen notwendig sind und Sinn machen. Ich denke zum Beispiel gerade an die Behinderten, die offensichtlich einen gewissen Schutz brauchen. Ich denke auch an die Familien. Heutzutage redet man sehr viel über die Familien und dass die Familien geschützt werden müssen und gefördert werden. Das ist allerdings eine neue Situation. Noch vor wenigen Jahren waren die Familien überhaupt kein Objekt der politischen Auseinandersetzung. Es ist natürlich klar, dass gewisse Gruppen eben diesen Schutz brauchen und die Inhalte dieses Diskriminierungsgesetzes auch dann sinnvoll sind. Allerdings, das Antidiskriminierungsgesetz wurde auch benutzt, um gewissen Gruppen schlichtweg Privilegien zu geben. Ich denke zum Beispiel vor allen Dingen an die Homosexuellen, die gewisse Vorrechte bekommen haben, die eigentlich nur für die Ehe vorgesehen sind. Und das sind in dem Falle von Homosexuellen sind das schlichtweg Privilegien. Wenn man homosexuellen Paaren Rechte gibt, die eigentlich nur für die Ehe vorgesehen ist, ist das dann einfach eine Privilegierung. Und die Auseinandersetzung um die Diskriminierung bzw. die Verhinderung von Diskriminierungen wurde eben sehr stark auch dazu benutzt, solche Gruppen letztendlich in einer privilegierten Situation zu stellen, indem man ihnen Rechte gegeben hat, eheähnliche Rechte, die sie gar nicht haben dürften, weil sie schlichtweg nicht in der Lage sind, eine Ehe einzugehen, schon allein aus biologischen Gründen. Und damit ist eigentlich das Diskriminierungsgesetz noch weiter zu einer Farce geworden, weil das zum Teil gar nichts für die Diskriminierung ist, oder um die Diskriminierung zu verhindern, sondern eigentlich um Privilegien zu schaffen. Auf der anderen Seite werden eben die ungeborenen Kinder überhaupt nicht berücksichtigt. Insofern ist hier eine fehlende Balance, die einfach unmöglich ist. Und deshalb kann es nicht sein, dass auf Dauer das Antidiskriminierungsgesetz in dieser Art und Weise fortbestehen kann.